Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender Ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Sind Sie hier nicht zum ersten Mal gegen Saren und die Geth angetreten? Ja, und jetzt ist Cerberus hier und die Kolonisten von Eden Prime werden wieder angegriffen. Oh ja, ich erinnere mich. Scheint länger her zu sein als nur 3 Jahre. Wie schlimm. Viele tote Zivilisten. Und ich habe Jenkins durch eine Geth-Drohne verloren. Jenkins. Es hieß, Saren hätte Bomben gelegt, um die ganze Kolonie auszulöschen. Verdammt nochmal, Jenkins. Er war so cooler als Alenko und doch musste er in den ersten 5 Minuten sterben. Menno. Naja, aber Saren hat's versucht, aber ich bin dazwischen gekommen. Nicht in meiner Schicht. Was? Hat der... Cerberus oh mein... hat Prime schwer getroffen. Das Ganze war ihnen eine Großoffensive wert. Es gibt woanders noch Überlebende, aber alle Kolonisten in der Nähe der Ausgrabungsstätte wurden getötet. Scheiße, Shepard hat gerade einen verfickten Standardspruch von mir losgelassen. Wie geil ist das denn? Ich habe keine Ahnung, ob das irgend noch einer als Standardspruch hat, aber es ist meiner im Ernst. Und, wie geil. Jetzt sind Shepard und ich wirklich eins. Er lässt meine Sprüche los. Geil. Das verdienen sie nicht. Ich weiß. Die Allianz hat versucht, Kolonisten zu evakuieren. Aber Cerberus kam so überraschend. Wenn wir Überlebende finden, tun wir, was wir können. Was ist mit dem Artefakt? Gehört es zum Proteanergerät vom Mars? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Aber was es auch ist, bei uns ist es besser aufgehoben als bei Cerberus. Ich bringe Sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben Sie. Gut, danke. Gehört zum Service, Commander. Oh, also Service. Zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Ich bin Infiltrator, ich weiß, wie das geht. Das scheint mir keine Multiplayer-Karte zu sein. Nö. Kein Anzeichen von Überlebenden. Los, wir müssen die Ausgrabungsstätte finden. Wie geil, also... Ich das weiß, es sind Kleinigkeiten. Eine wunderschöne Kolonie. Sie sind nach dem Geth-Angriff zurückgekommen. Sie werden auch diesmal zurückkommen. Die Stadt auf der Erde, in der ich aufwuchs, war brutal und dreckig. Das reinste Kriegsgebiet. Eden Prime hat das nicht verdient. Naja, was... verdient so etwas. Aber es wird sie stärker machen. Was ich sagen wollte, ich finde das geil, wie das nahtlos aus den Zwischensequenzen in das richtige Spiel übergeht. Machen wenige Spiele richtig gut und das hier kann es. So, und mal gucken. In den Fußstapfen des ersten Teils stapfen wir gerade rum. Und es sieht wirklich schön aus. Natürlich gibt es ein paar Pingels, die können sagen, ja, aber die Texturen sind nicht richtig polygonisiert. Und dann auch noch dies und das, ne? Aber auf diese Leute gebe ich einen Dreck und sage, wenn es Spaß macht... Was haben wir denn hier noch alles? Weil die verstecken hier immer ganz viel in den Levels. Oh, ein Terminal. Verarbeitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus dem befriedeten Gebiet geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslabor auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Und seit wir als Lohn die Essensration erhöht haben, gibt es kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen, und wenn diese Familien wüssten, dass sie ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen, würden sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Interessant. Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Ah, ich habe jetzt ganz wieder vergessen, die Munition zu machen. Das vergesse ich immer. Erstmal auf die Zweitwaffen wechseln. Also, Vega nicht. Schon der trägt nämlich schon seine Zweitwaffe. Und Munition einwerfen. Und auf die Primärwaffe wechseln. Schon dabei. Und Munition einwerfen. So. Schon besser. Was ist hier? Nichts.
das ist auch was. Ist hier was? Sehen Sie, Proteanatech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Hey Liara, haben Sie beim Graben schon mal einen Dinosaurier gefunden? Nein, Dinosaurier und andere Fossile sind Sache von Paläontologen. Ich bin Archäologin und studiere Artefakte intelligenter Spezies. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche und... Sie haben einen Witz gemacht. Hey, ich mag halt Dinosaurier. Oh mein Gott. Ah, oh, dieses Spiel. Es macht mich fertig, ja, aber auf gute Art. Der Aufzug runter zur Ausgrabungsstätte. Dann betätigen wir ihn. Oder Lyra betätigt ihn. Bei der Göttin, das kann doch nicht sein. Hm? Das ist kein proteanisches Artefakt. Sondern ein Proteaner. Was? Sie meinen einen Kollektor? Die Dinger, in die Reaper die Proteaner verwandelt haben? Nein, einen echten, unmodifizierten Proteaner, der noch lebt. Oh mein Gott. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Das in den Archiven auf Ilos waren proteanische Stasekammern, die nur wegen Energiemangels nicht funktioniert haben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Das ist super. Was können Sie mir über Proteane erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Sie wissen durch den proteanischen Dechiffrierer vermutlich genauso viel über sie wie ich. Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Unterstützt, ja? So wie die Salarianer die Entwicklung der Kroganer beschleunigt haben? Ja, den Ausgrabungsstätten auf dem Mars oder hier auf Eden Prime zufolge wollten die Proteaner, dass andere Spezies dazulernen. Sie waren sehr an Wissen, Wachstum und Zusammenarbeit mit dem Rest der Galaxie interessiert. Hm, das klingt irgendwie auch wie nach den Asari. Also die haben ja, ein bisschen Hintergrundwissen zu vermitteln, sie haben ja, als sie Zitadelle gefunden haben, da haben sie sich ja erstmal häuslich eingerichtet, ist klar. Naja, ist ja klar. Und dann, ich weiß nicht, ich glaube, dann kamen die Salarianer und die haben sie dann mit in den Rat aufgenommen. Also allgemein sind die Asari das sozialste Volk der Galaxie. Wenn die Menschen ja die Draufgänger sind. Und die Kroganer. Naja, egal. So wie Sie das beschreiben, klingt das eher nach den Asari. Oh. Meine eigene Wahrnehmung ist natürlich etwas verfälschend. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Seht ihr, Shepard hat's bestätigt. Naja, dann ist es sehr gut, dass Lyra hier ist, weil sie ist die führende Expertin für Proteaner. Zum Glück haben wir eine Expertin. Ich tue, was ich kann. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein. Oder der weiseste Ratgeber. Oh, Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird. Möchte eine Nemesis? Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Hm. Was? Oh, wenn man vom Teufel spricht. Achtung! Hallo, meine Lieben. Hey! Man weicht mir nicht einfach aus. So gut. Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. Ich nehm's schon mit denen auf. Aber erstmal suche ich nach geilen Upgrades für meine Waffen. Oder nach Informationen. Informationen sind auch gut. Na, wo man vom Teufel spricht. Truppeneinsatz-Update. Schwerer lokaler Widerstand in den Süd- und Westsektionen der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbliebenen Kräfte im Norden. Setzen Sie die Standardpatrouillen fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu wahren. Wenn die Einheimischen wüssten, dass wir unterbesetzt sind, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird Ihre Chance. Sehr schön. Ausrüstung, Bergen. Credits! So, dann gucken wir mal da hinten rein. Der ist tot.
Schießt da wer? Ach nee, das ist der Computer. Oh mein Gott, sie haben Weed angebaut. Scheiße, das sind ja alles Drogenbarone. Ha? Oh. Boah. Noch wer? Ein Geschütz. Habe ich das beste Gegenmittel. Bam! Deshalb liebe ich den Infiltrator, Leute. Oh, wie scheint, gibt es hier mehrere Routen. Ich gehe erstmal hier lang. Oh, ich könnte hier draufklettern. Das mache ich doch gleich mal. Ist doch eine geile Scharfschützenstellung. Um nicht zu töten. Warum soll ich dann hier hoch? Weil ich hier rüber könnte? Nö. Weil da hinten Gegner sind, die mich attackieren. Aber ich sehe die nicht. Ah, da. Zack. Und zack. Fail. Oh, der liegt schon. Boah, Shepard und dann noch so eine unfaire Stellung. Würde selbst ich fast sogar unfair nennen, obwohl es diesen Schergen von Cerberus gut geht. Eigentlich, also, ich kann die echt nicht mehr leiden, nachdem sie mich betrogen haben. Die gehen jetzt echt alle baden. Ah, ah, keine Geschütze. Ja, leck mich am Arsch. Ja, herrlich. Oh, danke, Lyra. Oh, falsche Taste. Ich habe aber nicht mehr viel Muni für meinen Sniper, deshalb werde ich wohl die Hurricane benutzen müssen. Und die hat einen geilen Klang, Leute. Aber der Zielen ist reinster Stress. So, wofür habe ich das jetzt gemacht? Aufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Aha! Aber erst gehe ich gucken, was hier sonst noch so alles liegt. Ein Toter. Munition. Ist der tot? Ja. Terminal, untersuchen. Widerstandsinformationsupdate. Wir haben eine Nachricht von unserer Quelle in der Widerstandsbewegung von Prime erhalten. Morgen Abend zwischen 22 Uhr und 23 Uhr wird es einen Angriff auf unser Sicherheitszentrum geben. Sie ziehen dazu Kräfte aus der ganzen Kolonie zusammen. Eine perfekte Gelegenheit für uns, ihre Führungsebene auszulöschen. Sobald der Angriff zurückgeschlagen ist, lassen Sie Dr. William Cambiata entkommen und feuern ein paar Schüsse knapp daneben, damit es realistisch aussieht. Er hat uns gute Informationen gegeben und mit etwas Glück sehen die Bewohner in ihm einen tollkühnen Helden, weil als einziger der Cerberus-Fall entkommen ist. Vielleicht erinnern Sie ihn sogar zum Anführer. Ab jetzt nicht mehr.